Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbos. Ja, wir haben in der letzten Folge uns den Weg ja frei, ja, gesprengt kann man jetzt nicht sagen, frei geschossen kann man sagen. Ich weiß immer noch nicht, was mit dem Tablet hier eigentlich ist. Distracted is the last thing I want to be right now. Naja, kann man anscheinend immer noch nichts machen. Okay, dann werden wir uns heute jetzt erstmal aufmachen und das erkunden, was hinter der Tür liegt. Ich glaube, das ist der, ja, hier liegt der ja auch, der den Feuerlöscher abbekommen hat. Fußboden, Moment, hier ist Fußboden. A little color twist to the classic checkered temple floor. That's nice, I guess. Ja, normalerweise hat das ja immer so eine kleine Bedeutung, wenn man irgendwo was sehen kann. Den nimmt er sich vorsichtshalber mit, die Pantoffeln möchte er aber trotzdem nicht anziehen. Naja, gut. Not a particularly interesting starry cult desk, if you ask me. Okay, finden wir hier irgendwas? It appears to be dusk outside. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information, die ich unbedingt haben musste. A heck of a lot of literature. Most, if not all of it, star-related. Figures. Ja, was heißt, war klar. Ich meine, es hätte sich ja auch um irgendwelche Riten oder so theoretisch drehen können. It's a heap of astronomy-related instruments. Wait, there's a piece of wire sticking out from it. Ein Stück Draht. I Oh, think I'd rather okay. just pick it up. Okay, Frage ist nur, was können wir damit machen und wie kommen wir hier raus? I think I can reach if I leap. Ja, dann mach mal. I never thought I'd say this, but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. Okay, er hat sich jetzt gerade irgendwas notiert. Ach so, das ist die Notiz hier ins Tagebuch, oder? Ich habe meine Feuerlöschrakete zurückbekommen und sie hat es immer noch drauf. Vielleicht könnte sie ein weiteres Wunder wirken. Okay, also wir müssen noch mal was machen. Ich habe versucht, die Sternenflagge zu manipulieren, aber ich kann sie nicht abbrechen. Ah, ich gebe mir also quasi selber so ein bisschen Hinweise. Huge, sturdy door. It's barricaded from the outside. Warum eigentlich? Ist er jetzt hier mit mir eingeschlossen gewesen, oder wie? Barricaded from the other side. Makes sense that they'd shut me in here. But it seems that they don't think too highly of that Gleam guy either. Ja, deswegen. Na gut, das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich mit dem Feuerlöscher wieder was Neues bauen. Die Frage ist nur, was? Yeah. Not in my pocket. Nicht in der Tasche, na super. Hat er denn noch irgendwas dabei vielleicht? Brother Gleam is sleeping off a particularly demanding day. Ach, einen besonders anstrengenden Tag. I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. Ja, aber du hättest ja wenigstens mal seine Taschen durchsuchen können oder so. Steht hier tatsächlich nichts anderes? Ich denke mal, ich muss jetzt wieder Trick 17 machen und dann hier drauf schießen. Ich habe nichts, womit ich den befestigen kann, ne? Hallo? Right then and there, I thought of placing the fire extinguisher on the desk so as to help steer it and set it loose on the cracked surface of the wall. I could make tracks from this place and never look back. It came to me then that doing so would make a mighty commotion, though, and these starry jamooks would be all over me like a shot. I'd never get to explore whatever it was hiding on the other side of that ladder. No, there I stood, a Joe with one foot in a mystery and the other missing a shoe. They dragged me here against my will, and I wasn't gonna leave without first finding out just what the hell they were all about. I had to think of something else. Lustigerweise ist mir übrigens gerade die Leiter aufgefallen, denn kurz bevor er davon gesprochen hat. Da wollte ich mich jetzt auch gerade mal gucken. Leiter, Stange, Luke. It's an enticing ladder to some upper level. Was ist denn hier eigentlich mit? Das sieht so kaputt aus. Oh, da kann man nichts machen. Okay, die Stange. Well, that's nice. A little extra safety is always appreciated. Looks like a hatch heading to an upper floor.
Es ist ein Point-and-Click. Es wäre zu einfach, wenn die offen wäre, oder? Wir probieren es mal aus. Ja, natürlich. Damn it. How'd I know it'd be locked? Ja, natürlich. Seems like a good idea, using the extinguisher to crack open the hatch. But that idea ain't but a few think ticks away from imagining that can bouncing all over the room at pressure. Filling the place with cloud and powder and knocking at Joe's lights all the way out. Aber vielleicht kannst du es darauf ausrichten. Moment, was war das für ein Scott? Rissige Oberfläche. Got a serious structural hazard over here. Kann man damit irgendwas machen? Right then and there, I thought of placing the fire extinguisher on the desk so as to help steer it and set it loose on the cracked surface of the wall. I could make tracks from this place and never look back. It came to me then that doing so would make a no. Ach, der hatte das eben wegen der rissigen Oberfläche gesagt, nicht wegen dem Schreibtisch. Aber ich habe das doch auf dem Schreibtisch eben gehalten. Right then and there, I thought of placing the fire extinguisher. I could make. Ja, dann macht er das trotzdem mit der rissigen Oberfläche, okay? I don't need to clean the wire. Sollte ja auch nicht. I don't have to clean it. Kannst du vielleicht irgendwas da oben mit anrichten? I think I'm overestimating this poor rag. Kann man damit die Luke öffnen? Keine Ahnung. Die ist doch normalerweise so zu. There's no visible lock to pick on it, so. Nein. No. Ja, was soll ich denn sonst machen? I need something stout and hefty and swung like mad to bring that wall to the ground. Ja, dann besorgt ihr doch einfach einen Vorschlaghammer oder so. Vielleicht haben sie irgendwo einen im Tempel. Gucken wir erstmal hier. Vielleicht können wir jetzt hier. Oh, Moment. Ah, nee, das sind die. Das zeigt ihr mir nicht mehr an. Kann er hier vielleicht doch noch was finden? Nothing there of any utility. Useless and furthermore gross. Sternentapete, Fotowand. Nimmst du die jetzt vielleicht mit? I ain't putting on slippers unless I'm at home in my robe with a stiff drink, a Maurice Ventricle. Ja, das wissen wir. Ich habe ja nichts, womit ich hier irgendwas basteln kann. Judging by its placement, it seems I'm in a basement. Rhymes. Nicht im Deutschen. I ain't getting past those bars without some heavy-duty power tools. Tja, können wir nicht abziehen oder nothing so? There that's any use to me. The more I look at it, the more it weirds me out. Kann ich verstehen. I don't want any of them around. Ever. Looks more like a collection of mugshots to me. Ich hätte ja das Tablet mitgenommen. I'm sorry, I. Ja. Nee, da gucken wir jetzt auch nicht mehr, was das war. Das wissen wir ja auch alles. Was war da gerade? If I wanted any tar, there's plenty spilled on the floor. It doesn't have the tubes, in series or otherwise. No way to contact the outside world. Tja, Pfütze, was haben wir denn? Den Becher haben wir auch. Warum haben wir den Becher eigentlich nicht mehr? I can't just pick it up with my bare hands. Weil den Becher haben wir doch gar nicht benutzt, oder? It looks rigid, but not enough that you couldn't pour it. Außer um das hier einmal auszuschütten, das ist klar. Aber ansonsten haben wir den noch gar nicht benutzt. Was können wir mit der Luke machen? Wir können nichts davon benutzen. Haben wir hier noch irgendwas reingeschrieben? Ich glaube, mein Ausweg ist durch diese rissige Oberfläche an der Wand. Also jetzt doch. Aber da will er ja nicht durch, wenn er die Luke oben nicht geöffnet hat. Man braucht nur das richtige Werkzeug mit den richtigen Eigenschaften. Das heißt, sehr hart und schwungvoll. Es muss einen Weg geben, durch diese Metallluke zu entkommen. Was verstecken Sie da oben? He'll make it. Don't worry. Nah, I'll just let him rest. He's had a tough day. No need for bandages. He'll be just fine. Ja, aber untereinander willst du die Dinger ja nicht benutzen. I don't need to clean the wire.
an unassuming small piece of wire that could come in real handy. Wenn man was hätte, womit man es benutzen könnte, ja. According to its instructions, this here's one feisty redhead. Packs a punch like a mule with a carrot problem. No idea how this stayed so clean in this dump, but I'm keeping it. I don't have to clean it. Yeah, but not in my pocket. Den Draht. All right, made a nice little sliding hook thing. Halfway there. Halb geschafft? Ja, was wollen wir denn? There we go. One radical red hot ram rocket ready to go. Das ist nicht euer Ernst. Ja gut, dass man es hier nicht ausrichten kann, okay, das kann ich noch nachvollziehen irgendwie. It's ready, steady and aimed. Fire! Und die bricht einfach durch? I hope I've done you proud, Mac Viper. Also eigentlich müsste die Luke ja nach unten aufgehen und dementsprechend, also weil die zumindest so aussah, und dementsprechend dürfte die jetzt gar nicht nach oben wegfliegen. Von dem Gedanken bin ich jetzt ausgegangen, ehrlich gesagt. Okay, was haben wir denn hier? This looks like some kind of diary or log of some kind. Whoa, that seemed to make a lot of things happen at once. All right, let's see now. October 13th. It's so hard to get accustomed to the sickening stench of this dreadful fishing town, but apparently it's important to him that we establish our base here, so we just take it. Decorating, coming along nicely. No end to the work. A lot of long and boring entries follow. Seems like some kind of complicated records. Let me skip ahead a bit. Let's see. July 6th. We're all accustomed to the stench. It's probably imbued in everyone by now. Summoned the Haunter, and he came in a flickering form of a tall, swarthy man with skin made of ebony. Ignored my words and asked for the book, then disappeared upon my answer. We must find it, no matter what. July 13th. His incomplete form is frustrating. Must find the book. We must find it. That idiot Bright left the hatch open and Lumen snuck up here into the summoning chamber to try to get the Haunter's mark. What did the fool think would happen? We don't even bother storing their ashes in the urn anymore. Just leave them there as a reminder to anyone stupid enough to try that again. August 6th. Sister Halo's matchstick hobby proved to come in handy. Praise the Haunter! I could scarcely believe my senses when at last she finalized the structure and Brothers Bright and Gleam dropped the cannonball on it. Not only did it not destroy what she built, but it lodged itself in the circular space above the stone and is exerting such pressure on the latticework that you can take a shovel to it and it won't cave in. It's good to have some smart people join the race for a change. Only she and I know how to breach it and get to the stone, so that should at least keep our numbers from dropping. August 7th. Private investigator making waves in Darkham, looking for leads on the book. Might be a dark blessing in disguise. We just stay on his tail and track him, see if he digs up any leads. The book? The Necronomicon? Is that me they're talking about? August 13th. Rejoicing! It's very possible that the hostess's fetch dog has sniffed out the book. Time to retire him and go for the prize ourselves. Hostess. Why did that sound familiar? Anyway, that crazily angled stone. I wanted it. If only to get back at these star-obsessed maniacs. Okay. Erstes verwittertes Buch. It's the first book in a row. An arcane symbol adorns its cover. Fällt das jetzt auseinander, wenn ich das aufmache? I've opened it at its bookmark. The stone from the stars is a window on all time and space. It is within it that the Haunter sleeps while the yellow sun reigns, and it is from its circular gate that the Haunter's incomplete form rises when the words are spoken. Nor shall he ever rise in his true form until the forbidden book be by his side. No end to the work. It's the second book in a row. There's some kind of symbol on its cover, and that's about it. I've opened it at its bookmark. It is known that touching the stone from the stars might cast upon a mortal being the mark of the Hunter. But none should do it unless prepared to face his cold black flames and turn to ashes and dust.
No living soul can know whom the Haunter chooses to mark and grant vision beyond time and place. No end to the work. It's the third book in a row. The cover consists entirely of a weird symbol. I've opened it at its bookmark. For the Butcher is the end of all, and the followers of him who lingers at the Night's Threshold must keep the Slaying One from ever setting eye or laying hand upon the book. The Butcher brings but... the rest is unreadable. The Butcher? Huh. That's new. Whoa! Uh-oh. Hallo? Was für eine Urne? The inscription above it says... Here lie in ashes, all brothers and sisters foolish enough to think that the stone from the stars chose them to be marked by the Haunter. I have no use for former cultists, in ash form or not. Okay, da kann man nichts machen. Kanonenkugel. Leuchtender Trapez. Oeder. Keine Ahnung. Seltsames Symbol. Die Luke ist klar. Haben wir hier nicht zufällig irgendwo eine Vorschlagkammer oder so, dass ich unten weiterkomme? Teleskop, kann ich da durchschauen? Das ist sehr hoch, ne? Looks to be quite powerful. I don't think I can pry it out with my bare hands. Ja, du sollst sie auch eigentlich nicht rausholen. Teleskop, Moment hier. Intensiver Lichtstrahl. These dummies tried their best to tar the windows up, but an intense orange light symbolically shines through. Ja gut, den kann man nicht mitnehmen. Yeah, I know I don't get enough vitamin D, but this is not the time or place. Ja, ich hab's ja schon gesagt. Kanonenkugel. A pretty martial-looking cannonball suspended somehow above that glowing rock by some order of matchstick engineering genius. It's held in place firmly by the match's structure. Quite impressive and unmovable. Alter, dein Ernst, das sind Streichhölzer? A delicate and intricate latticework of what looked to be matches, surrounding some jagged shimmering stone and somehow supporting the kind of cannonball what looks like it was made to bring down battleships. I realize how crazy that sounds, yet here it is before me. Das klingt mehr als total bescheuert. Kann ich das hier nicht einfach rausziehen vielleicht? That's some kind of a cult scratch. Looks to symbolize that shine rock on the pedestal. Pingeliger Prüfer habe ich gerade bekommen. 100 Hotspots untersucht. It's just a drawing. Eerie, but a drawing. Ja, das ist mir klar, aber ich wollte das eigentlich hier rausziehen. It's a strange, self-illuminating weirdly angled rock thing. Das war auch mein erster Gedanke bei dem Wort. The dubious match-constructed security structure won't let me get my hands on it. Ich hab ein Tuch, aber was bringt mir das Tuch? Cleaning it won't do a damn thing. Ich will's ja auch nicht säubern, ich will... Can't see it helping here. Habe ich auch keine Ahnung von, aber irgendwas muss ich ja machen. That's nonsensical. I'll need to take a closer look first. Hä? Hab ich doch eben. It's a magnifying lens. The convex type. Ah, Moment. Hat das was mit dem Lichtstrahl zu tun? I don't think I can pry it out with my bare hands. Aber jetzt, wo er mir das nochmal vorgelesen hat, I'll need to take a closer look first. Kann ich es immer noch nicht abmachen. An immense rusty telescope, hanging intimidatingly overhead. Wouldn't know what to do with it. Ach komm, du musst doch irgendwie die Linse da rausbekommen. Looks to be quite powerful. Heißt dieses Symbol, dass ich dann noch mehr drauf gucken muss, oder? I don't think I can pry it out with my bare hands. I'll need to take a closer look first. Hab ich doch. Wie oft soll ich das machen? It's a magnifying lens. The convex type. Ja, das hat er ja schon mal gesagt. Looks to be quite powerful. It's a magnifying lens. The convex type.
Ja, und nu? Wir haben eine Kanonenkugel, die wir nicht rausbekommen. Ich würde gerne die Linse mit der Kanone... I don't think I can pry it out with my bare hands. Mit dem Lichtstrahl irgendwie nehmen, um das zu bündeln. Weil warum kann man den sonst anklicken? Was? Teerflecken. Looks like these cuckoo birds tried to tear up the windows and failed miserably. Ach so, das waren auch Fenster hier. Okay. I've played with tar enough for today. Ja, vielleicht auch nicht. Unten haben wir ja noch Teer, wenn ich das ganz zumache oder so vielleicht. Aber ich habe halt nichts mehr, womit ich das hier reinkriege. Das ist das große Problem. I examined the darkened stone altar that held the trapezohedron. Unusual markings adorned all sides of it. No idea how they got it up here, but I'm not budging it. That much is obvious. Ja, ich will den ja auch nicht markieren. Gitter, Alter. Schublade. There's a drawer underneath this urn thing. Moment. Inside the dusty drawer, there was one solitary rusty spoon. Unwritten private investigator wisdom says you never know when you could use a rusty spoon. Ja, vor allen Dingen in einem Point-and-Click-Spiel. Da weiß man nie, wofür man den gebrauchen kann. Okay. Ich würde jetzt ganz enthusiastisch sagen, wir sind einen Schritt weiter, aber was soll ich mit einem Löffel machen? Ich habe keine Ahnung. I couldn't scoop the cannonball out with my spoon, unfortunately. It was lodged firmly in the crazy matchstick lattice work. Also für mich sieht das eher aus, als ob das da einfach oben drauf liegt, aber okay. I carefully placed the spoon in between the lens and the metal covering and... Voila! The lens was now mine. Ja, und den Löffel hast du gerade weggeworfen, aber ich habe den immer noch im... Ah nee, jetzt ist er weg, schade. Ich wollte gerade sagen, ich habe den immer noch da drin. Ah, verschmutzte Linse. Wir haben endlich einen Gegenstand, womit wir es gebrauchen können. Ja... Ach so, ich dachte, ich müsste den Kristall zum Leuchten bringen oder so. Ja, so geht's auch. Ist ein Streichhölzer, ne? Cool. Wie war das jetzt cool? I most certainly did not burst into cold black flames. So much for this numbskull cult credibility. It did feel, weird. Weird. Oh, werde ich jetzt zum Geist oder sowas? Kann ich ihn mitnehmen? Alter, die kann ich echt mitnehmen. Ist ja nur eine Kanonenkugel, ne? Wiegt ja nur keine Ahnung wie viel Kilo. Okay, ja gut, das kann ich nicht mitnehmen, gehe ich mal von aus. It's just a drawing. Eerie, but a drawing. Kanonenkugel, beziehungsweise Gewicht. Lasst uns das nochmal probieren. Alright, I'm now one cannonball heavier. Ja. Let's see what happens. Geil. Dafür ist der Typ jetzt gleich schwach. That was a first and a last. Oh. Sein Gewichtwert sehe ich schwerer aus. Okay, Fahnenmast können wir dann auch mitnehmen. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung wofür, aber zum Kämpfen ist er spätestens auf jeden Fall gut. Anyway, you boil it. That right there is your standard garden variety pole. Und hier dieser Stein hat auch ein Loch drin, ne? It's the crazily angled rock I lifted off these starheads. I hope I'm wrong, but I feel like it's somehow working on me. Nein. Bam. Ich hab so einen Gedanken. Das ist nie euer Ernst, oder? It would almost fit, but it'd be too loose. I need it firmly stuck in there. Aber ich hab doch sonst nichts mehr. Ja, das Tuch kann ich ja auch nicht nehmen. Brauche ich irgendwas? Aber er hat nicht gehalten. Ach, Leute, ist das euer Ernst? Entwickler können so böse sein, ne?
denkt man, man hat die Lösung. Und auch wenn es sehr creepy geklungen hat, es stimmt ja, es passt ja. Aber es ist nicht so einfach machbar, wie ich es mir vorstelle. Wir haben aber noch die Teerpfütze. Theoretisch, es war ja eine klebrige Flüssigkeit, hat er gesagt. Let's get this stick, sticky. So, passt das jetzt? Ich meine, da ist kein großer Unterschied, aber rein theoretisch. Das ist dann nicht Thors Hammer, sondern das ist der Detective Hammer. Vorschlaghammer. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Okay. Gut. There's just one thing I want to say before I do it. Oh Gott. Wer die wesentliche Freiheit aufgibt, um vorübergehende Sicherheit zu erlangen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit. Ja. Freiheit ist das, was wir mit dem tun, was uns angetan wird. Nicht direkt, aber hat auch was für sich. Wer anderen die Freiheit verweigert, hat sie selbst nicht verdient. Das definitiv. Alle Politiker wegsperren. Der einzige Weg, auf den eine unfreie Welt zu reagieren, auf eine unfreie Welt zu reagieren, ist, so frei zu werden, dass die Existenz allein ein Akt der Rebellion ist. Hat was sehr Tiefgründiges irgendwie, so auf den ersten Weg. Wer die wesentliche Freiheit aufgibt, um vorübergehende Sicherheit zu erlangen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit. Naja, mit dem Verdienen ist es so eine Sache, ne? Aber der Punkt dahinter ist definitiv klar und ist auch irgendwo richtig. Aber ich finde so vom Satzbau her, finde ich den letzten Satz ganz cool. Der einzige Weg, auf eine unfreie Welt zu reagieren, ist, so frei zu werden, dass die Existenz allein ein Akt der Rebellion ist. Hammer time! Und er sagt nur Hammerzeit. Ja, toll. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.